Dein Lied verhallt. Oder geht's noch nicht? Vielleicht muss man ihn irgendwo nochmal treffen. Töten. Muss ihn töten, genau. Vielleicht ist es noch zu früh oder so. Er ist noch nicht wieder vom Feierabend. Genau. Er ist noch nicht reif. Ja, er ist einfach ein unreifes Ding. So. Wohin müssen wir eigentlich als nächstes? Ah, in die Highlands, okay. Also ich habe nur in Erinnerung irgendwo Nordwesten oder so Gebirge. Genau, genau. Also hier, glaube ich, mal hoch, denke ich. Ich weiß nicht, ob es hier ist, aber wir probieren es einfach mal rechts. Das ist aber Osten. Ja, ja, ich weiß, aber... manchmal in diesem Spiel muss man einen Riesenbogen gehen. Ist hier nicht eine Sackgasse? Ja. Das war das. Okay, okay. Dann müssen wir aus der Linnar City links raus. Das wäre nämlich eher mein Gedanke gewesen. Yeah. Oder ja. Dieser komische Kerl mit dieser Hundemaske war das. Ich bin so hungrig. Der logischerweise dann von uns das Tasty Meat kriegt nachher. Später. Muss man nochmal runter, I think. So, hier links. Dann hier hoch. Steht auf dem Schild Symmetria Stadt. Genau, da müssen wir hin. Symmetria Stadt. Und darüber. Da oh yeah. Das passende Gerät. Der Gerät. Man kann es in jede Richtung ausstoßen. Ausstoßen, sehr gut. Hier ist bei mir voll auf die Hexe gekommen. That's what she said oder so. Also die muss in einen reinfahren, um... Vorher kann man nicht sehen, ob sie das Herzteil dabei hat oder nicht, oder? Genau, genau. Au. Ah, hast du zufällig magisches Puder dabei? Leider nicht. Leider na gut, nicht. Wir haben hier dieses Zeugs hier. Na, aber die sind hier nicht sehr gesprächig, leider. Die sterben einfach nur. Nie ohne Kondom. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Was hat der da nur wieder angestellt? Das wird uns der wahrscheinlich verraten. Diese faulen, nichtsnutzigen Tagträumer. Kaum fangen wir an, diese Brücke zu Symmetria-Stadtruin zu bauen, da hauen sie ab in die Pause. Ich warte schon ewig, aber sie kommen nicht zurück. Bei dem Tempo wird das nie etwas. Ich hätte sie schon längst gesucht, aber ach, die Gegend hier ist so unwegsam. Unwegsam? Zu Fuß kommt man nicht weit. Ach, unangenehm. So ein Mist. Ja, dann holen wir die mal zurück. Zurück. Ja. Wie kommen wir an den Meister ran, ist die Frage, ne? Ich glaube, du musst nach oben, ja. Aber der Dings hat auch gesagt, der kann Wasserfälle hochschwimmen, ne? Mhm. Aber da ging's noch hoch. Naja, gegen die Strömung kommen wir aber nicht an. Du bist zu schwach. Okay. ach, wo ist denn der hier? Oh, okay. Mein Herr! Endlich habe ich euch gefunden! Oh nein! Lüngling, hör zu! Ah, nein, das war der blaue, den habe ich, glaube ich, so schon. Hör zu, es ist eine Tragödie. Ein rotes, echt. Was echt ein artiges Tier. echt eigenartiges, dachte ich, steht da.
hat sich in den Wäldern verirrt und findet nicht wieder heraus. Na, sowas Blödes. Sowas Blödes. Wir wollten ihm lediglich einen Streich spielen. Doch nun irrt es planlos umher. Helft ihr uns, es zu suchen? Versteht ihr unsere Lage? Ja. Nö. Oder nein? Oder ja oder nein? Oder ja oder nein? Eilt euch! Ich warte am Rande des Waldes südlich von hier. Und wieder 5 Kilometer entfernt. Naja. Wah. Und nicht mal die Spesen kriegt man bezahlt. Wirklich. Sie hätten ja zumindest so einen Shuttlebus einrichten können oder so. Au. War da unten durch? Na toll. Na toll. Nicht mal unter die Scheißbrücke kann man tauchen, ne? Wirklich. Nein, in Link's Awakening und A Link to the Past kannst du unter die Brücke zumindest tauchen und dann ist da immer ein Penner drunter. Ja, das stimmt. Ja gut, also in A Link to the Past ist ein Penner drunter und in Link's Awakening ein Angler. Ja, ja, mit dieser Meerjungfrauenschuppe oder so. Bikini-Oberteil. Oder Bikini-Oberteil, ja. Halt, mein Herr, hier entlang. Und diese Musik fängt schon wieder an. Mhm. Hallo. Es befindet sich tief im Wald. Danke für den Hinweis. Wir wussten ja nicht, was wir anrichten. Aber nicht mal wir wissen, wo genau es sich aufhält. Ja, toll. Fahrt doch zum Teufel. Irgendwo wird es ja wohl sein. Oh. ach ja, der hatte ich. Oh, sieht alles gleich aus. Wie kommt Dimitri wieder raus? Dimitri redet von sich selbst in dritter Person. Du hast doch Dimitri auf der Insel geholfen. Du kamst gerade recht. Aha. Oh, mein Herr. Ihr habt es gefunden. Wir geleiten euch zum Waldrand. Ja! Ihr werdet euch nicht mehr verirren. Verzeihung, wir haben es nicht so gemeint. Aber das Suchen macht mehr Spaß als das Verstecken. Na klar. Genau, ich würde es so gern nochmal machen. Das nächste Mal wird es aber schwieriger. Ihr müsst mal wieder mit uns spielen, ja? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich bin froh vorzugehen, du hast mir zweimal geholfen. Wer bist du? Excuse me? Link? Ein komischer Name. Ja, besser als Blödi. Klingt wie eine Krankheit. Doch von heute an ist Link mein Freund. Ey, tolle Flöte, Link. Sind nicht aufzuhalten. Nimm diese Flöte. Spiel diese Flöte. Ich komme, sobald ich die Flöte höre. Habe ich schon Flöte gesagt? Die seltsame Flöte ist Dimitris Flöte. Spiele sie, um Dimitri herbeizurufen. Dankeschön. Nach Norden, dann spring auf. Let's go. Und jeder, der sich jetzt dadurch gestört fühlt, das scheint das Herz einfach liegen hat lassen, der schreibt das jetzt bitte in die Kommentare. Und macht ihn so richtig fertig. Ja. Wir leben in einem Zeitalter von sozialen Medien. Da ist irgendjemand fühlt sich durch irgendeine Tat immer auf den Schlips getreten. Oh, nam 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 nam. Snack. Das Schöne ist ja, wir sind jetzt schon bei, weiß nicht, Episode 17, 18, keine Ahnung, wo dann keiner mehr zuguckt. Genau. Also können wir euch eigentlich beschimpfen. Oh. Ich schwöre sogar Wasserfälle hinauf. Probier es mal aus. Ja, aber vorher nehmen wir doch einen anderen Weg. Einfach, weil wir es können. Oh ja, danke für die wiederholte Info. Wusstest du übrigens, dass Dimitri auch Wasserfälle hinaufschwimmt? Nein. Nein. Oh, okay. Wir sind so unnötig in diesem Spiel.
Nam 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 nam. Dimitri mag Blumen. Und Kondome. Und Kondome. Das ist wie der perfekte Rasenmäher. Oh yeah. Aber Steine im Fluss ist da natürlich nicht. Da zieht er die Grenze. Das geht jetzt mal gar nicht. Nee. Ja, sonst scheint er nicht mehr so das Allermeiste zu sein. Okay. Tja, dann... Tür, dann gehen wir... Eben nicht. Nicht hier. Wer nicht will, der hat schon. Genau. Müssen wir von unten ran. Okay. Probier es aus oder lass mich in Ruhe. Au. Natürlich. Nein, den kann ich nicht essen. Auch wieso? Mein Chef ist ein mieser Typ. Er arbeitet zwar nicht dafür, beschwert er sich aber immer. Ja, normal, oder? Mehr muss ich nicht mit dem machen? Müssen wir vielleicht nochmal mit dem Chef reden und ihm sagen, wir holen ihn? Wir nehmen jetzt deine Quest an, oder? Sowas, ja, in die Richtung. Ah, welch ein schöner Tag. Wer denkt denn da an Arbeit? Ich sollte ein Gedicht schreiben. Und plötzlich bin ich Italiener. What happened? Oh, da ist ja echt ein Durchgang drin. Oh yeah. Oh. So, ja, auch bei meinem Durchgang bin ich auch sofort da rein. Na klar. Also, Natürlich. Immer ins Loch. Und ein Ring. Vielleicht muss er erst Dimitri sehen und dann sagt er hier jetzt. Ja, schlag ihn mal. So faul, nichts nutzigen Tagträumer. Kaum fangen wir an. Das ist das Gleiche, was er gerade eben gesagt hat. Ja, dann reden wir noch mit dem. Oh. Ah. Hey, Kollege, willst du die Rumtreiber für mich suchen? Hab schon. Klar. Danke, Kollege. Kollege. Dann mach dich mal vom Acker, wenn du alle drei Vollpelze her schaffst. Geht die Arbeit an der Brücke endlich weiter. Das Gelände hier ist recht unwegsam. Aha. Daher kommt man allein nicht sehr weit. Ja. Verstehst du? Nein. Okay. Okay. Tschüss, Kowski. Alles klärchen. Tschüss, Kowski, Vater. Und unser Herzblatt Nummer 1. Hä? Ich kann... Hä? Mein Chef? Aber ich wäre so gern noch hier geblieben. Na gut, ich gehe. Ja, na klar. okay. Wusstest du übrigens schon, dass Dimitri ganz super die Wasserfälle hochschwimmen kann? Ja, ich wusste auch, dass Dimitri scheiße nicht stinkt. Mhm. Hä? Mein Chef? Ah ne, das war ja der Italiener. Hä? Mein Chef. Aber ich wäre so gerne noch hier geblieben. Na gut, ich gehe. Oh, sieh. Oh, es ist Jesus. Oh Gott. Jesus. Ihm ist größer als vorher bestimmt. Hallo. Mein Chef, aber ich wäre so gerne noch hier geblieben, dann gut, ich gehe. Aha, da sind sie ja. Hoho. Etwas spät, was? Also an die Arbeit. Keine Pause mehr, bis die Brücke steht. Jawohl, Chef. Jawohl, Chef. Wow. Vielleicht sollte man die zum Turmbauer machen. Dann wird es wahrscheinlich schneller vorangehen. Wir sind fertig, Chef. Was? Ihr seid schon fertig? Hätte nicht gedacht, dass ihr Trottel auch arbeiten könnt. Tja.
Aber wir haben keine Zeit für Pausen. Auf der nächste Auftrag wartet. Mhm. Jawohl, Chef. Jawohl, Chef. Ja, tschüss. Ja, und natürlich nutzen wir die Brücke nicht. Sie könnte uns ja noch in ein neues Gebiet führen. Symmetria-Stadt. Ah ja. Oh Gott. Was? Oh Gott. Was ist denn hier los? Voll gruselig. Sieht heiß aus. Es ist, Oh. Oh yeah. Sturmkerne. Mit denen kannst du dich im Prinzip dann teleportieren zwischen diesen Bäumen hin und her. Das klingt extrem nützlich. Vor allem haben wir jetzt 50 davon. Aha. Es sieht auch so aus, als ob hier irgendwie der nächste Dungeon drin ist. So der Lava-Tempel. Und dann ist Blödi da bestimmt auch. Wahrscheinlich. Naja, aber steht auch nicht wirklich mehr ein Stein auf dem anderen. Das sieht ziemlich traurig aus, ja. Als wohl so ein Vulkan explodiert. So klingt auch die Musik. Oh Gott. Oha. Okay, wir riskieren es mal. Aber wir haben ja die Zurückspulfunktion. Alles gut. Na, kein Herzteil. Tja. Ob das wohl, wenn ich jetzt zurückspule und sie nochmal in mich reincrashen lassen, ob sie dann andere Sachen fallen lässt? Das ist eine gute Frage. Funk. Nee. Selben Sachen, okay. Die Seelbin. Also ist sie nutzlos. Das nutzlose Mädchen. Da ist ein Herzteil. Und eine Fee, das passt doch gerade super. Ja. Und da ist bestimmt nichts drin, aber ich spring trotzdem rein. Es ist einfach zu verführerisch. So ein alleinstehendes Loch. Ja, und da geht's nicht weiter. Na gut. Ja. Dann sagen wir mal, meine Spinnsensoren, in dem Dorf sollte man in die Vergangenheit reisen. Ich denke mal. Symmetria-Stadt. Haben wir überhaupt bisher schon mehrere von diesen Bäumen gefunden? Ich glaube nicht, oder? Also ich glaube, du kannst dann zu jeder Art von Kernbaum so hin teleportieren. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, immer links rein, ne? Hm. Immer links. Und dann gehen wir mal da rein. Hm. Gott. Hilfe, Hilfe! Das Tuni-Gewinde ist zerbrochen! Darf ich dir unsere missliche Lage schildern? Nein. Was? Aber warum denn nicht? Weil ich erst sehen will, was in der Treppe ist. Oh Gott! Oh mein Gott! Was bist du denn? Arm rechts, Arm links, Schritt links, Arm rechts, was? Schritt rechts, Arm links. Ich bin nur ein Hämpfling. Wenn ich das noch ändern könnte. Arm links, Arm rechts. Naja. Also müssen wir ihm irgendwie Steroide geben und dann in 100 Jahren ist er dann, keine Ahnung, Hulk Hogan oder so. Ich glaube, der ist, glaube ich, Teil von diesen Training Sequences. Ich weiß gerade nicht, was man dem geben muss. Hilfe, Hilfe! Das Tuni-Gewinde ist zerbrochen! Darf ich dir unsere missliche Lage schildern? Ja. Oh nein, du hast jetzt Ungleichgewicht gebracht, weil du zu der einen Ja und zu der einen Nein gesagt hast. Nein! Je mehr sich der schwarze Turm der Vollendung nähert, umso seltsamer wird diese Stadt. Als das Tuni-Gewinde zerbrach, geriet die Stadt aus der Balance und der Vulkan brach aus. Das Tuni-Gewinde ist das Wahrzeichen dieser Stadt. Unsere aufrichtige Verehrung gilt dem Gewinde. Unsere Gesetze hier in Symmetria-Stadt erfordern, dass links und rechts in perfekter Balance sind.
Doch das Tunnelgewinde in der Mitte der Stadt ist zerbrochen. Ja, dann in der Mitte bricht es doch nichts, oder? Ist doch eigentlich wurscht, wenn es in der Mitte ist. Wenn links was zerbricht, wäre es ein Problem, weil dann müsste man es rechts auch zerbrechen. In der Mitte? Also das ist Logik. Ja, schon mal da gedacht. Nein. Die symmetrische Stadt ist komplett aus der Balance. Wenn wir das Tuni-Gewinde nicht richten lassen und zurücklegen, wird die symmetrische Stadt durch den Vulkan zerstört. Verstehst du unser Problem? Ja. Ich gab meinem Mann das defekte Tuni-Gewinde, aber er kann die Restaurationsmauer nicht hochsteigen.